Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem YouTube-Channel. Ich probiere euch diese Woche wieder so ein bisschen in unseren Alltag mitzunehmen. Wir haben jetzt nämlich diese Woche eigentlich mehr oder weniger wieder eine normale Woche. Letzte Woche war ein bisschen eine kürzere Arbeitswoche für Marcel, weil bei uns Viertag war. Am Donnerstag war Thanksgiving. Und am Freitag, am Black Friday, hat er auch frei gehabt. Jetzt diese Woche ist er wieder normal am Arbeiten. Heute ist aber Montag, dann hat er immer frei. Darum haben wir jetzt für heute mal noch geplant, zum zu waschen. Wir haben jetzt nämlich hier im Haus noch keine Waschmaschine. Die müssen wir auch noch zuerst besorgen. Dann sollte heute noch ein Verizon-Techniker kommen, unseren Internet-Router installieren. Und sonst sollten diese Woche noch unsere Sofas geliefert werden. Also, ja, wenn euch interessiert, wie unser Alltag diese Woche so aussieht, dann bleiben auf jeden Fall dran. Bea, bist du noch ein Bettchen? Deine super Stege, die der Marcel gehabt hat. Das ist ja fein. Ja, das ist ein feiner Puppe. Wir machen uns jetzt so gerade noch unseren Morgenspaziergang am Strand, während der Marcel sich noch parat macht. Was ich mega krass finde, ist die Temperatur im Moment. Wir haben gerade noch so 15 Grad, ein bisschen bewölkt heute, aber noch nicht wirklich von Winter so in Plymouth. Abgesehen von den Weihnachtsdekorationen, die es da überall haben. Und sie haben es aber schon am 31. Also eigentlich gerade direkt nach Halloween haben sie angefangen, für Weihnachten zu dekorieren. Und die letzten jetzt gerade noch an Thanksgiving. Also denke, werden wir vermutlich auch diese Woche mal noch einen Christbaum holen und auch alles ein bisschen weihnachtlich schmücken. Wir schon fertig gewaschen. Das geht auch mal ein bisschen schneller. Man kann nämlich in Amerika bei der Waschmaschine nur Temperatur auswählen zwischen heiß, warm und kalt. Das ist nichts da mit Grad. Und eine Wäsche geht über eine halbe Stunde und zum Trocknen braucht es auch eine halbe Stunde. Und jetzt müssen wir aber schnell heimfahren, weil in 5 Minuten sollte der Techniker kommen, um unseren Internetrouter zu installieren. Dann legen wir zu Hause den Wäschezusammenlegen und versorgen. Geil. Bist du glücklich, Marcel? Netflix is home to unlimited TV shows. Oh. Join in minutes and unlock.
I'm going to tell the child. Jetzt kannst du endlich Football sagen. So, zum Soccer zählen wir heute. You know, it just feels great to be back out here playing a game I love. Schön. Hi. Supervisor 1790. Hey, für der Herr. Das ist schwer. Far too long. Some people change when they grow old. But I don't want to say that you've been wrong, 'cause I'm not that bold. Through an empty bottle, I can see it all so clear. We're just broken pieces. Ich bin jetzt gerade hier mit der Bea in Forges Field am Laufen. Das ist so ein Sportpark hier in Plymouth. Da hat es verschiedene Football- und Baseballfelder. Die sind im Moment aber alle zu. Und es regnet heute auch leicht. Darum bin ich, glaube ich, jetzt so ziemlich die Einzige hier im Park. Marcel habe ich vorher schon zum Arbeiten gefahren und bin noch Bankeinzahlungen machen. Abgesehen von dem Spaziergang mit der Bea wird vermutlich heute ein weniger spannender Tag für mich. Mir ist heute Büroarbeit angesagt, muss noch verschiedene Telefonate machen, muss uns noch für Gas und Strom endlich anmelden. Und weil heute der erste ist, im Monat ist auch Miete fällig. Man sollte noch ein paar Abklärungen machen. Mal schauen, wenn ich alles aus heute noch so mitnehmen kann. Aber bei ihr passt es so auf jeden Fall. Machst du schon Sitz? Bettli? Bettli? Wie ist es? Okay, ich bin jetzt aggressiv. Ja? Sitz! Feini. Ja. Für uns hätte ich heute eigentlich sollen. Hey, ja. Fehlt. Hallo? Hey, ja. Wir haben eben zwei Sofas bestellt und die hätten heute eigentlich so geliefert werden. Und heute Morgen haben wir auch schon eine Benachrichtigung gekriegt, dass die auf die Öl gekommen sollten. Und eine halbe Stunde später habe ich jetzt ein Mail gekriegt, dass es in gleich erst Ende Woche geliefert wird. Also jetzt sind wir auf jeden Fall noch mal ein paar Tage ohne Sofa. Aber ich esse jetzt gerade noch schnell das Joghurt zum Morgen und warte auf den Marcel, der hat nämlich den Termin beim Social Security Office gehabt heute Morgen.
Dort ist er anscheinend jetzt auch schon fertig geworden. Sollte er zugeschickt kriegen, jetzt endlich seine Social Security Card. Ja, danach mache ich mich noch schnell bereit und dann gehen wir sicher noch mal als erstes mit der Bea raus ein bisschen laufen. Jetzt ist mir schon der zweite Kleiderhaken runtergekracht. Darum habe ich gedacht, selbst ist die Frau und habe das Velo mit ein bisschen besseren Schrauben wieder probieren aufzuhängen. Und jetzt ist aber noch der dritte runtergeht. Also ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig, als noch schnell in den Baumarkt zu fahren, um gleich noch ein paar Dübel zu kaufen. Da hat es ja in den USA eigentlich immer Holzwände und darum habe ich das Gefühl gehabt, es hält mit normalen Schrauben, aber das Gewicht von meiner Jacke hat es leider gleich nicht so ganz gekippt. Aber ich wollte sowieso noch in den Baumarkt, also in Home Depot, zum einen Christbaum holen. Ich werde dieses Jahr vermutlich das erste Mal einen künstlichen und keinen echten Baum. Probieren wir es mal mit dem. Dann noch sonst ein bisschen Weihnachtsdeko, Christbaumkugeln holen. Und so kann ich dann später vielleicht schon dekorieren, wenn ich etwas gefunden habe. Mittlerweile bin ich wieder daheim von meinem Shopping-Trip. Ich bin jetzt gerade noch mit der Bea kurz draußen gewesen, gell? Ich habe gedacht, ich gehe noch mit ihr raus, bevor es hier dunkel ist, weil mittlerweile haben wir 16:30 und es ist schon recht dunkel. Also ich habe das Gefühl, da wird es ein bisschen früher dunkel als in der Schweiz. Obwohl wir jetzt hier auch Zeitumstellung hatten, einfach eine Woche später als in der Schweiz. Also es sind wieder 6 Stunden Zeitdifferenz. Auf jeden Fall bin ich in 3 verschiedenen Läden und habe da meine habe da meine Weihnachtseinkäufe gemacht. Also einfach habe ich nur einen Christbaum und ein bisschen Deko dafür gekauft. Und ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch, was ich da wo gekauft habe. Und darum mache ich doch gerade das Unpacking mit euch. Und Bea will da gespeichert werden, gell? Darf ich gerne mal aufhören. Ich glaube, das Allerwichtigste ist der Christbaum. Den habe ich im Home Depot gekauft. Zusammen mit noch ein paar anderen Sachen. So, dann habe ich noch ein paar Dübel gekauft für unsere Kleiderhaken am Eingang. Hoffe, auch denen funktioniert. Dann Häkchen für Christbaumkugeln. Ein paar Glöckchen für den Christbaum, Verlängerungskabel und Zeitschaltuhr. Und da habe ich jetzt insgesamt 189 Dollar gezahlt. Also das teuerste da dran war jetzt der Christbaum selber für 149. Und der ist jetzt 2,28 Meter hoch. Also müsste ich eigentlich gut Platz haben hier bei uns in der Wohnung. Und den hätte ich eigentlich gedacht, um in unserer Stube da hinten zu platzieren. Eigentlich genau hier in der Mitte der Fenster. Aber weil unsere Sofas eben noch nicht gekommen sind, muss ich jetzt schauen, ob ich den heute schon aufstelle oder dann eben erst am Freitag, nachdem unsere Stube ein bisschen eingerichtet ist. Und der Esstisch dann nachher eben am richtigen Ort in der Küche steht. Und nachdem ich dann eben im Home Depot war, bin ich in Michaels, weil ich dort recht lässige Christbaumkugeln gesehen haben. Aber ich muss sagen, es war im Verhältnis ein bisschen teurer und die meisten waren schon ausverkauft. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal, was sie so gekauft haben. Wir haben nämlich immer in der Schweiz an unserem Christbaum alles verschiedene Christbaumkugeln gehabt. Die haben wir über die letzten Jahre zusammen gesammelt. Wenn wir uns ja auf Reisen waren oder so, haben wir die Kugeln gekauft. Und die haben aber nicht mehr in unserem Koffer Platz gehabt. Darum haben wir die jetzt mal vorerst noch in Kur lassen und nehmen sie dann vermutlich bei unserem nächsten Besuch in der Schweiz dann mit. Aber auf jeden Fall haben wir dann in Michaels auch so ähnliche Kugeln gesehen gehabt. Da war aber eben eine 10 Dollar gewesen. Darum habe ich jetzt hier
noch einmal zwei von denen gekauft. Pizza und Pommes. Und die habe ich auch noch mega herzlich gefunden mit diesen Zuckerli. Und dann noch ein paar einfachere zu den Baum füllen. Und weil wir eben jetzt das Jahr das erste Mal einen künstlichen Baum haben, habe ich jetzt eine Duftkerze gekauft. Ich muss sagen, am allerliebsten habe ich eben den Geruch vom Christbaum. Darum habe ich bis jetzt nie wirklich einen künstlichen Baum wollen. Auf jeden Fall habe ich dann im Michaels für alles zusammen $36 gezahlt. Und zum Schluss bin ich dann noch in Walmart einkaufen. Und dort habe ich dann auch endlich das gefunden, was bei Marcel Prio Nummer 1 ist im Christbaum. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob lieber er alles zusammen mit mir einkaufen will, weil für ihn ist es einmal sehr wichtig, dass man auch einen Baum hat und wo der steht. Der einzige Wunsch von ihm war dann aber schlussendlich, dass sie seine Girlande kaufen in Rot, Weiß und Blau. Und die habe ich dann eben auch recht günstig noch im Walmart gefunden. Zusammen auch mit einem Stern für die Spitze und einer Decke für unter den Baum. Dann habe ich hier noch so einen Nussknacker gefunden. Und das hier auch finde ich auch schon cool, weil Marcel so Patriots-Fan ist. Mit so einem Friendship im Patriots-Bulli und eine Patriots-Christbaumkugel. Dann habe ich hier noch ein paar Cupcakes gefunden, Zuckerstangen und noch ein paar blaue Kugel. Und für unser Schmini noch zwei Söckle mit Socken-Halter. Hier habe ich dann schlussendlich für alles zusammen $78 gezahlt. Ja, das wäre es jetzt von meinem Einkauf gewesen. Jetzt haben wir 20 vor 5. Ich glaube, ich schaue mal, ob ich den Christbaum jetzt allein aufstellen komme. Und sonst mache ich dann später heute Abend noch mit dem Marcel weiter. Lässt sich vom Ganzen überhaupt nicht stören. Aber ich glaube, der Christbaum aufstellen war fast einfacher als den Stern zu montieren. Ich weiß nicht, wie der heben sollte, aber ja, improvisiere jetzt halt einmal. Da in der Schachtel war es nicht mehr drin. Und die Nadeln verlieren tut er aber wie ein echter. Einkaufen. Könnte ich meinen, ich bin hier nur am Einkaufen. Ich musste ein paar Lebensmittel holen. Und ganz wichtig, der Marcel hat gestern gesagt, oder ihm ist gestern aufgefallen, dass ich einen Strumpf für den Kamin vergessen habe. Und zwar der vorbei, ja? Gell? Jetzt kriegt sie auf jeden Fall auch noch ihren Strumpf am Kamin. Den muss ich noch. Ja, montieren, aufhängen. Aber jetzt zuerst machen wir noch etwas Kleines zum Mittag und dann wird auf jeden Fall noch der Baum fertig geschmückt. Okay. Der Art ist anders, aber gather around the fireplace, and no one cares about yesterday.
time to do the pizza, Murphy. How did the food come out? Good. Thank you, fantastic. Do you want another glass of wine, man? Yeah. Yes. What's it from your Grisha? Chardonnay. Chardonnay? Yeah. Sorry. Thank you. Of course. Thank you. What am I saying? Du hast zwei Säcke gekriegt, oder was? Ich hab zwei Säcke gekriegt. Benedikt. Das ist für Karl und für Master Benedikt. Und der Baum kam verloren. Ha? Der Baum kam verloren. Ja. Also kannst du noch so ein paar mehr Sachen. So. Aber ist cool. Ja, wir haben halt die andere Kugel noch in cool. Stern ist ein bisschen schräg. Red, white and blue. Was ist denn der? Schräg, der Stern. Aber Achtung, er ist nur mit Draht befestigt. Heute haben wir endlich unseren Container geliefert gekriegt. Jetzt können wir gerne mal Abfall entsorgen. Perfekt. Ich habe euch ja diese Woche probiert, so ein bisschen wieder in unseren Alltag mitzunehmen, so gut das möglich war. Ja, unsere Sofas sind leider immer noch nicht geliefert worden, darum konnte ich euch das noch nicht zeigen. Ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten Tagen auch alles noch kommen. Aber ist natürlich auch verständlich, gerade wegen Black Friday hat das Zeug natürlich ein bisschen Verzögerung. Ich hoffe aber trotzdem, euch hat das Video auch wieder gefallen. Und es ist auch nicht zu lang. Es ist halt, wenn man die ganze Woche so probiert, so ein bisschen mitzufilmen, ist natürlich umso mehr Material. Aber lasst mich doch das sehr gerne wissen, ob wir das vielleicht ändern sollten auf einen täglichen Vlog anstatt wöchentlich. Oder was ihr sonst so für Videowünsche hätten. Im letzten Video haben wir nämlich gerade einen Kommentar gehabt, mit einem Wunsch, ob wir mal so Freizeitangebote und so ein bisschen etwas zeigen können, vor allem mit den Kosten, vergleichbar mit der Schweiz. Was für euch sonst noch interessiert, lasst uns das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind um jeden Tipp auch dankbar und danke euch vielmals für's Schauen.